finde den letzten Apparillo einfach nicht. Eine Zöpfe für den Cruiser. Und für sie auch nicht. Ah, ich jetzt laufe ich den Weg hoch, okay. Gar nicht kuscheln, muss hier hoch. Doch, Zöpfe. Nein, es fehlt immer noch einer. Hast du noch so ein Stilmittel? Großvater, erzähl uns eine Geschichte. Komm, lass es. Hier bei Rupse rumsitzen. Okay, muss ich die Zöpfe später finden, ne? Nein, muss ich nicht. Ja. Warten Sie hier. Töpfe. Reich mal. Kriege. Jawohl. Gab es das im ersten Teil auch? Ich weiß es nicht. Immer noch traurig, aber mit Zip. Gesamt. Alles wird grün. Und das war schön groß, muss ich mal zugeben. Drei Bereiche. Schön. Leider sind es nur noch drei, die ich erkunden kann. Jetzt fahren wir wieder zurück, sind traurig und haben Zöpfe und ein neues Kleid an. Sprich doch mal mit ihm, ey. Blumenarm und düstere Gedanken sind fort. Aber immer wenn die Gabe der Schwester enthüllt wurde, verwandelte sich Freundschaft schnell in Angst. Harte Worte fielen, Hoffnung wurden zerschlagen. Der Arm der Dunkelheit greift nach ihr. Jetzt noch nicht. Thank you.
Sprecht ihr auch miteinander? Oder? Miku fell Monster Pain. Ich kann die Schmerz Miku des Monsters fühlen, Monster. Sein Leid und seine Schuld. Könnte ich auch so enden? Nein, kannst du nicht, weil ich spiele dich. Stattdessen bauen wir hier schöne Pflanzen auf. Wir klemmen uns die Blüte ins Haar. Dann gucke ich jetzt nach, ob das Ding weg ist. Nö, ist immer noch gesperrt, schade. Naja, machen wir das nächste gleich auf und stellen erstmal die Ausstellungsstücke hin, würde ich sagen. Eine Registrierkasse. Ein Roboter und genau das mit den Planeten, die sich drehen, ja. Noch ein? Ich habe nur drei gesammelt, ne? Die glitzert auch nicht so gut. Digi, was geht? Mach dich nicht fertig, weil ich mich fertig mache. Weißt du, ey, die Welt ist Arschloch. Wir müssen da durch. Okay, was habe ich in J? Ah ja, unsere Geschichte, sonstiges. Wir sind hier nicht mal bei ansatzweise bei der Hälfte. Hier auch nicht bei der Hälfte. Hier haben wir ein bisschen drüber und hier sind wir Hälfte. Stadtgeschichte haben wir auch viel zu wenig. Ich wünschte, ich könnte hier rausrollen. Kreaturen haben wir neu gefunden. Krabbe und Bär und Geintaucher. Orientierungspunkte haben wir eingekriegt. Und zwar die Titanenkern. Ja. Gut, weiter. Bisschen aufgemuntert, hoffe ich. Und jetzt will ich hier hin. Haben wir nämlich oben alles voll. Und hier durch. Rechts rum. Warum? Kann ich den mit hier? Hier schon? Ja. Ich suche Ausrichtspunkte. Schade, aber wir können hier kurz mal was angeln. Hätten wir da nämlich schon wieder einen mehr. Und es ist ein Autoreifen. Oder eine Uhr. Buch. Buch. Fahr einfach rum. Ich hoffe, ich finde einen hohen Punkt, wo was...
Ihr bricht einfach was zusammen, okay. Das Buch, ja. Ne, die Blume ist da. Okay, gut. Aber nichts mit Aussichtspunkt. Ach komm, hier ist auch noch viel Dings. Das müsste ein Schiffsteil sein. Das ist jetzt rum. Oh, lauf da. Schön, dass hier überall Fahrstühle und Seilzüge eingebaut sind. Das macht's auch einfacher. Und jetzt gucke ich aus. Und entzünde noch ein Feuer nebenbei. 200 Sachen entdeckt. Weil wegen Bonus, wegen Hälfte. Was die Hälfte? Ja. 4 Elemente zur Karte hinzugefügt. Hier oben ist ein Bootsteil und eine Geschichte. Da fahre ich das ist hin. Das war nicht clever. Ja, vielleicht sollte ich auch wieder Bücher schreiben oder mit dem Fahrrad fahren nicht. Ja, mein Name ist Kruseke, ich spiele gern und ihr könnt gern die Glocke abonnieren. Und ein Like da lassen. Wir sagen, wie scheiße ich spiele und ihr kennt ja das Video, was man so macht, nachdem man die Folge geguckt hat. Jetzt aber erstmal weiter gucken. Werbung skippen und so. Und du sagst mir, ich muss zurückfahren. Schön. Ich nehme mal den Weg. Ah, ist der großartige, einzigartige Eingang. Den ich zum Schleppen weiterfahren muss. Was hast du denn jetzt hier? Guckst du mir da dazu, wie ich jetzt hier mal rumkomme oder was? Rückstilstück, ich will keine neue Haarfrisur, ich hab jetzt die beste Frisur. Okay, ich mach hier einfach nur auf. Okay, Cthulhu habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also die Tentakeln eher unterm Gesicht und nicht überm Gesicht. Let's go. Wo ist er jetzt hin? Let's go! Columbia Garten.
Steha. Yes. Und jetzt ist er wieder da. Mit grünem Bewuchs. Okay, gut. Ich nehme das einfach so hin. Was soll ich sonst machen? Pinguine! Was dran? Pinguine! Komm immer noch nicht drüber weg. Nice. Hier ist auch mal Wasser. So. Hier ist ein Fahrstuhl. Hier ist ein Symbol, Sonne. Hier ist ein Stein. Nein, ist ein Stein. Gut, ich nehme an, ich muss den Stein mit nach oben nehmen. Das Geräusch kommt von dir, okay. Hier ist nichts. Okay, ich guck doch mal wieder hier mit. Obwohl ich, glaube ich, alles entdeckt habe hier, aber. Schön. Noch ein Stein. Und da stehen die Pinguine da unten. So, das ist Ludibert von Falkenstein. Das ist ein Edelstein. Deswegen von. Alles gleichzeitig, ja. Hier ist irgendwas zu erklettern. Wahrscheinlich eine neue Blume. Hier war echt nichts. Was ist da unten? Blitzer, ich will es haben. Keine Ahnung.
ich echt gerade im Elsa-Modus, dass ich das glitzert, ich will es haben. Was ist hier? Okay, hier ist das Ziel. Und der Samen nach hier hin ist. Es stellt sich hauptsächlich die Frage, wo kommt der Samen her? Und ich möchte jetzt kein biologisches Apparat haben.